Elisabeth Taylor. Lebensweisheiten, Sinnsprüche, Zitate zum Nachdenken. Echte Freunde zeigen sich, wenn du in einen Skandal verwickelt bist. Ohne Respekt kann es keine Liebe geben. Kein Deo reicht an Erfolg heran. Es ist sehr merkwürdig, dass die Jahre uns Geduld lehren, dass je kürzer unsere Zeit, desto größer unsere Fähigkeit zu warten ist. Ich habe immer zugegeben, dass meine Leidenschaften mich beherrschen. Wenn ich jemanden liebe, liebe ich ihn immer. Ich war mir immer sehr bewusst, dass das innere Ich nichts mit dem physischen Ich zu tun hat. Alles, was ich jeden Morgen im Spiegel sehe, ist ein Gesicht, das gewaschen werden muss. Ich bin froh, dass ich in meinem Leben meine Emotionen nie unterbrochen habe. Das Schlimmste ist, taub zu sein. Das Vernünftigste, was man Menschen antut, ist, ihren Brandy zu trinken. Sie können keine Leidenschaft haben, es sei denn, sie haben Mitgefühl. Ich denke, dass die Ehe ein Gefühl der Einheit vermittelt, das Zusammensein nicht kann. Ich denke, ein Kampf, ein unverschämter, lächerlicher Kampf ist eine der größten Übungen im ehelichen Miteinander. Jetzt ist die Zeit für Mut und Arglist. Ich habe den Körper einer Frau und die Gefühle eines Kindes. Wozu ist Geld gut, wenn nicht, um die Welt zu verbessern? Ich war so dumm und arrogant zu glauben, ich wäre ein harmloser Gelegenheitstrinker und hätte meinen Alkoholkonsum jederzeit im Griff. Das ist Selbstbetrug, den sich jeder Alkoholiker vorgaukelt. Ein Problem mit Menschen, die keine Laster haben, ist, dass sie mit ziemlicher Sicherheit einige nervige Tugenden besitzen. Erfolg ist ein großartiges Deodorant. Es entfernt alle Gerüche der Vergangenheit. Wenn Gott schon entschieden hat, dass die Frau Falten haben muss, warum nicht an den Fußsohlen? Ich habe nur mit Männern geschlafen, mit denen ich auch verheiratet war. Wie viele Frauen können das von sich behaupten? Eine Frau tut, was ein Mann will, wenn er verlangt, was sie wünscht. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu wissen, dass man einem guten Freund nicht mehr helfen kann. Das Geheimnis der Kindererziehung besteht darin zu wissen, wann man seine Geduld verlieren muss. Ich habe keinen Ehemann genug gehasst, um ihm die Diamanten wiederzugeben. Folge deinen Leidenschaften, folge deinem Herzen und die Dinge, die du brauchst, werden kommen. Ich gehe nicht auf das Elend ein. Ich umgehe das. Gib ihm eine Welle. Verabschieden Sie sich und konzentrieren Sie sich auf die guten Dinge. Die Höhen und Tiefen, die Probleme und der Stress, zusammen mit all dem Glück, haben mir Optimismus und Hoffnung gegeben, weil ich der lebende Überlebensbeweis bin. Ich weiß, ich bin vulgär, aber würdest du mich anders haben wollen? Ich fühle mich sehr abenteuerlustig.
Es gibt so viele Türen, die geöffnet werden müssen, und ich habe keine Angst, dahinter zu schauen. Ich nehme an, manche Männer haben Angst, erwachsen zu werden, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen. Es scheint, je älter die Männer werden, desto jünger werden ihre neuen Frauen. Ich denke, einen Streit zu haben, einen durch und durch unverschämten, lächerlichen Streit, ist eine der größten Übungen in der ehelichen Zweisamkeit. Wie kann aus der Liebe etwas Schlechtes werden? Das Schlechte kommt aus Misstrauen, Missverständnissen und aus Hass und Unwissenheit. Jeden Tag müssen wir jemandem sagen, dass wir ihn lieben. Berühren ihn, danken, dass es ihn gibt. Es ist so wichtig. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.